Prinzessin und Pirat, Raumfahrer und Pilot. Tatütata, die Feuerwehr, ich fahr im Segelboot. Hinterher, los, komm! Über Wolken flieg ich, unter Wasser tauch ich, blieb, blub, platsch, ich mach dir gerne Quatsch. Kika, Kikaninchen, Kika, Kikaninchen, Dibbidibbidab, Dibbidibbidab, Dibbidibbidab. Und spring, Dibbidibbidab. Dibbidab. Dibbidibbidab. Hallo Kikaninchen, da bist du ja. Hallo Christian. Hey, hallo. Schau mal, wer da ist. Dibbidibbidab. Christian, lass uns spielen. Was wollen wir denn spielen? Kikaninchen? Kikaninchen? Was hast du denn mit dem Regenschirm vor? Es regnet doch gar nicht. Das ist doch gar kein Regenschirm. Das ist eine Rakete. Eine Rakete? Ach so. Eine Rakete. Dann fliegen wir damit zum Mond. Ja, wir fliegen zu meinem Mond. Lass uns losfliegen. Ich will zum Mond. Mhm. Aber wieso fliegen wir denn noch nicht? Du musst zählen. Stimmt, du hast recht. Bei einem Raketenstart muss man immer zählen. Und zwar rückwärts. Wer will, darf mitzählen. Wir zählen alle zusammen. Aber rückwärts. Also, 5, 4, 3, 2, 1, Start. Super, es hat geklappt. Wir fliegen! Ja! Da ist er ja! Der Mann im Mond! Er schläft. Aber wie kann er denn schlafen, wenn wir ihn besuchen wollen? Und jetzt? Wir wecken ihn auf. Wir wollen dich besuchen. Hallo. Hallo. Dich kennt nämlich jeder. Es gibt sogar ein Lied über dich. Wirklich? Wollen wir es ihm vorsingen? Au ja! Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Kinder schlafen, drum schlaf auch du. Ein schönes Schlaflied. Mhm. Ach, danke, dass ihr mich besucht habt. Ihr müsst mal wieder vorbeikommen, ja? Mhm. Tschüss! Tschüss, Mond! Sieh mal, der Mond schläft schon wieder. Ja, das war eine super Regenschirm-Rakete. Ja. Tschüss. Dibbidibbidab.
Hallo! Tippe-Tippe-Dab, komm mit! Hopp! Oh. Hallo, Kikaninchen! Hallo, Julia! Eine Sternschnuppe! Oh. Jetzt kannst du dir was wünschen! Ich wünsche mir einen Affen! Oh. Hallo, Affe! Tippe-Tippe-Dab! Dippe-dippe-dapp. Wow! Kaninchen, da bist du ja. Hallo Christian. Hey, hallo. Schau mal, wer da ist. Dippe, dippe, dapp. Komm, Christian, lass uns was spielen. Was wollen wir denn spielen? Was ganz Tolles. Handtuch? Wollen wir baden gehen? Das ist doch kein Handtuch. Das ist ein fliegender Teppich. Ach so, ein Teppich, der fliegen kann. Komm jetzt, lass uns losfliegen. Dann mal los. Oh, oh, oh. Los, Teppich, flieg. Ja, fliegen, fliegen. Nanu? Warum fliegt er denn nicht? Eben ist er doch noch geflogen. Da! Schon wieder! Hä? Hast du das gesehen? Ja. Das ist seltsam. Wie kriegen wir den Teppich zum Fliegen? Ich weiß es, du musst wieder klatschen. Klatschen? Meinst du wirklich? Alleine schaffen wir das nicht. Vielleicht können uns die Kinder zu Hause helfen. Es wäre toll, wenn ihr alle mitklatscht. Ja, genau so. Prima, es klappt. Wir fliegen, das macht Spaß. Hallo. Oh. Aber wie kommen wir denn eigentlich wieder runter? Vielleicht wieder klatschen? Ja, ja, ja. Oh, der Teppich fliegt nicht runter, sondern hoch. Ich habe eine Idee. Kitzeln. Oh ja, lass uns das versuchen. Hm? Kitzel, kitzel, kitzel. Kitzel, kitzel. Es klappt. Kitzel, kitzel, der Teppich fliegt immer tiefer. Kitzel, kitzel. Kitzel, kitzel, Teppich. Prima, oh. Wir sind gelandet. Das war toll. Wir fliegen aber noch mal, ja? Na klar.
mit unserem super fliegenden Handtuchteppich. Hey, hallo, da bist du ja. Ich bin's, Christian. Hauruck. Hauruck. Hallo, Kikaninchen. Hallo, Christian. Dibbe, dibbe, dab. Du hast dein Geschichtenkissen dabei. Dann hast du bestimmt Lust auf eine Geschichte, hm? Na klar! Also, welche Geschichte möchtest du hören? Erzähl mir eine Geschichte von einer Wolke. Die Geschichte von der Wolke und dem Schaf? Wie geht die? Also, es war einmal eine kleine Wolke ganz allein am Himmel. Oh. Sie wünschte sich nichts lieber als einen Freund. Mit dem sie spielen kann. Mhm. Eines Tages entdeckte die Wolke unten auf der Erde ein kleines Schaf. Eine Wolke, die laufen kann. Auch das Schaf sah die Wolke und dachte sich, ein Schaf, das fliegen kann, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin doch kein Schaf, sagte die Wolke. Ich bin eine Schäfchenwolke. Schäfchenwolke? Hast du Lust, heraufzukommen und mit mir zu spielen? Aha. Fragte die Wolke. Das Schaf hatte große Lust, aber es konnte nicht fliegen. Wie sollte es also hinaufkommen? Ich weiß. Hm? Wir pusten. Das ist eine gute Idee. Und du kannst uns dabei helfen, das Schaf zur Wolke zu pusten. Wenn wir gemeinsam pusten, schaffen wir es bestimmt. Hm? Mhm. Also, wer Lust hat, pustet einfach mit. Und los. Gleich nochmal. Wir pusten ein bisschen länger. Wir müssen doller pusten. Und ganz, ganz lange. Hm? Ich glaube, wir können aufhören zu pusten. Es ist oben. Super. Und wie geht es weiter? Die Wolke und das Schaf überlegten, was sie spielen wollten. Da hatte die Wolke eine Idee. Ja? Sie verwandelte sich schwuppdiwupp in ein Luftschloss. Oh. Mit 4 Türmchen. Eine Hüpfburg. Genau. Das Schaf hüpfte darauf herum. Und hopp, hopp, hopp. Das Schaf hatte viel Spaß. Dann hörte es die Turmuhr 5-mal schlagen. Bong, eins, bong, zwei, bong, drei, bong, vier, bong. Fünf. Ja. Um 5 musste es nämlich nach Hause. Aha. Doch wie sollte es wieder zurück auf die Wiese kommen? Die Luft rauslassen. Gute Idee. Die Wolke ließ die Luft raus. Landete auf der Wiese und das Schaf hüpfte herunter. Sie verabschiedeten sich. Das Schaf ging fröhlich nach Hause. Tschüss. Macht's gut. Dibbe, dibbe, dab. Kika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen.
schnell. Kika, Kika Minchen. Kika, Kika Minchen. Ich bin da und spiele hier. Komm doch mit und spiel mit mir. Wir spielen jeden Tag alles, was ich mag. Hey! Prinzessin und Pirat, Raumfahrer und Pilot. Tatü, tata, die Feuerwehr. Ich fahr im Segelboot. Hinterher, los, komm! Über Wolken flieg ich, unter Wasser tauch ich, blieb, blub, platsch, ich mach dir gerne Quatsch. Kika, Kika, Mienchen, Kika, Kika, Mienchen, Dibbidibbidab, Dibbidibbidab. Dibbidibbidab! Hallo, Kikaninchen. Da bist du ja. Hallo, Christian. Hey, hallo. Schau mal, wer da ist. Dibbidibbidab. Christian, lass uns spielen. Was wollen wir denn spielen? Kikaninchen? Kikaninchen? Was hast du denn mit dem Regenschirm vor? Es regnet doch gar nicht. Das ist doch gar kein Regenschirm. Das ist eine Rakete. Eine Rakete? Ach so. Eine Rakete. Dann fliegen wir damit zum Mond. Ja, wir fliegen zu meinem Mond. Lass uns losfliegen. Ich will zum Mond. Mhm. Aber wieso fliegen wir denn noch nicht? Du musst zählen. Stimmt, du hast recht. Bei einem Raketenstart muss man immer zählen. Und zwar rückwärts. Wer will, darf mitzählen. Wir zählen alle zusammen. Mhm. Aber rückwärts. Also, 5, 4, 3, 2, 1, Start. Super, es hat geklappt. Wir fliegen! Ja! Da ist er ja! Der Mann im Mond! Er schläft. Aber wie kann er denn schlafen, wenn wir ihn besuchen wollen? Und jetzt? Wir wecken ihn auf. Wir wollen dich besuchen. Hallo. Hallo. Dich kennt nämlich jeder. Es gibt sogar ein Lied über dich. Wirklich? Wollen wir es ihm vorsingen? Au ja! Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Kinder schlafen, drum schlaf auch du. Ein schönes Schlaflied. Ach, danke, dass ihr mich besucht habt. Ihr müsst mal wieder vorbeikommen, ja? Tschüss! Tschüss, Mond! Sieh mal, der Mond schläft schon wieder. Ja, das war eine super Regenschirm-Rakete. Ja. Tschüss. Dibbidibbidab.
Dippedapp, komm mit! Hallo, Kikaninchen. Hallo, Julia. Eine Sternschnuppe. Oh. Jetzt kannst du dir was wünschen. Ich wünsche mir einen Affen. Oh. Hallo, Affe. Dippedippedapp. Dippedippedapp. Kaninchen, da bist du ja. Hallo, Christian. Hey, hallo. Schau mal, wer da ist. Dibbedibbedab. Komm, Christian, lass uns was spielen. Was wollen wir denn spielen? Was ganz Tolles. Handtuch? Wollen wir baden gehen? Das ist doch kein Handtuch. Das ist ein fliegender Teppich. Ach so, ein Teppich, der fliegen kann. Komm jetzt, lass uns losfliegen. Dann mal los. Oh, oh, oh. Los, Teppich, flieg. Ja, fliegen, fliegen. Nanu? Warum fliegt er denn nicht? Eben ist er doch noch geflogen. Da! Schon wieder! Hä? Hast du das gesehen? Ja. Das ist seltsam. Wie kriegen wir den Teppich zum Fliegen? Ich weiß es, du musst wieder klatschen. Klatschen? Meinst du wirklich? Alleine schaffen wir das nicht. Vielleicht können uns die Kinder zu Hause helfen. Hm? Es wäre toll, wenn ihr alle mitklatscht. Ja, genau so. Prima, es klappt. Wir fliegen, das macht Spaß. Hallo. Oh. Aber wie kommen wir denn eigentlich wieder runter? Vielleicht wieder klatschen? Ja, ja, ja. Oh, der Teppich fliegt nicht runter, sondern hoch. Ich habe eine Idee. Kitzeln. Oh ja, lass uns das versuchen. Hm? Kitzel. Es klappt. Der Teppich fliegt immer tiefer. Kitzel, Teppich. Prima, wir sind gelandet. Das war toll. Wir fliegen aber noch mal, ja? Na klar, mit unserem super fliegenden Handtuchteppich. Ja.
Tschüss. Dibbidibbidab. Hey, hallo, da bist du ja. Ich bin's, Christian. Hauruck. Hauruck. Hallo, Kikaninchen. Hallo, Christian. Dibbe, dibbe, dab. Du hast ein Geschichtenkissen dabei. Dann hast du bestimmt Lust auf eine Geschichte, hm? Na klar. Also, welche Geschichte möchtest du hören? Erzähl mir eine Geschichte von einer Wolke. Die Geschichte von der Wolke und dem Schaf? Wie geht die? Also, es war einmal eine kleine Wolke ganz allein am Himmel. Oh. Sie wünschte sich nichts lieber als einen Freund. Mit dem sie spielen kann. Mhm. Eines Tages entdeckte die Wolke unten auf der Erde ein kleines Schaf. Eine Wolke, die laufen kann. Auch das Schaf sah die Wolke und dachte sich, ein Schaf, das fliegen kann, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin doch kein Schaf, sagte die Wolke. Ich bin eine Schäfchenwolke. Schäfchenwolke? Hast du Lust, heraufzukommen und mit mir zu spielen? Aha. Fragte die Wolke. Das Schaf hatte große Lust, aber es konnte nicht fliegen. Wie sollte es also hinaufkommen? Ich weiß. Hm? Wir pusten. Das ist eine gute Idee. Und du kannst uns dabei helfen, das Schaf zur Wolke zu pusten. Wenn wir gemeinsam pusten, schaffen wir es bestimmt. Hm? Mhm. Also, wer Lust hat, pustet einfach mit. Und los. Gleich nochmal. Wir pusten ein bisschen länger. Wir müssen doller pusten. Und ganz, ganz lange. Hm? Ich glaube, wir können aufhören zu pusten. Es ist oben. Super. Und wie geht es weiter? Die Wolke und das Schaf überlegten, was sie spielen wollten. Da hatte die Wolke eine Idee. Ja? Sie verwandelte sich schwuppdiwupp in ein Luftschloss. Oh. Mit vier Türmchen. Eine Hüpfburg. Genau. Das Schaf hüpfte darauf herum. Und hopp, hopp, hopp. Das Schaf hatte viel Spaß. Dann hörte es die Turmuhr fünfmal schlagen. Bong, eins, bong, zwei, bong, drei, bong, vier, bong. Fünf. Ja. Um fünf musste es nämlich nach Hause. Aha. Doch wie sollte es wieder zurück auf die Wiese kommen? Die Luft rauslassen. Gute Idee. Mhm. Die Wolke ließ die Luft raus.